Dass Gold teuer ist, ist uns allen klar. Mit der richtigen Prägung kann Gold aber extrem teuer werden. Wir präsentieren Ihnen heute die 5 teuersten Münzen aller Zeiten. Hallo und willkommen bei Filoro TV. Ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. 4 Millionen Dollar für eine Goldmünze, das klingt nach unfassbar viel. Damit schafft es der Single 9 Pond aus Südafrika aber gerade mal auf Platz 5 unserer Liste der teuersten Münzen aller Zeiten. Der Single 9 Pond ist eine südafrikanische Goldmünze mit einem Nennwert von 1 Pfund aus dem Jahr 1898 oder eigentlich aus dem Jahr 1899 und deshalb ist sie auch so einzigartig. Die Münze wurde 1899 geprägt, das war während der Zeit der Burenkriege. In Südafrika war es damals nicht möglich, einen passenden Prägestempel für die Jahreszahl 1899 herzustellen, also schickte man alte Prägestempel zur Bearbeitung nach Deutschland. Diese Sendung wurde allerdings von den Briten abgefangen, also standen die südafrikanischen Münzpräger mit leeren Händen da. Sie fanden aber eine einigermaßen kreative Lösung. Man nahm die alten Münzen aus dem Jahr 1898 und fügte einfach die Ziffer 9 hinzu, erkennbar hier unter der linken Schulter des Porträts. Das wurde aber genau einmal so gemacht. Bei allen weiteren Prägungen gab es dann eine doppelte 9, also 99, und deshalb ist die einzige Single 9 auch so eine Rarität. Rarer wird es nicht. Der Preis 4 Millionen Dollar. Der Umayyaden-Dinar stammt aus dem arabischen Raum und zwar aus dem Jahr 105 der islamischen Zeitrechnung, das wäre das Jahr 723 nach Christus. Die Umayyaden waren der Stamm, dem der Prophet Mohammed entstammte. Sie beherrschten das islamische Imperium in den ersten 100 Jahren mit einem Kalifen an der Spitze. Auf der Münze steht dementsprechend auch Mine des Kommandeurs der Gläubigen. Auch eine Ortsangabe findet sich darauf, nämlich Hejaz. Gemeint damit ist die westliche Küstenregion des heutigen Saudi-Arabien. Dort liegen auch Mekka und Medina. Der Preis des Dinars bringt ihn auf Platz 4 unserer Liste. 2011 wurde er in London um 3,7 Millionen Pfund versteigert. Das sind ca. 4,6 Millionen Dollar. Bevor die US-Bundesstaaten Münzen herausgaben, wurden sie oft von Privatpersonen geprägt. Wie in diesem Fall im Jahr 1787 von Ephraim Brasher. Ein New Yorker Münzpräger, der schon zu Lebzeiten einige Anerkennung für seine Prägekunst erfahren hatte. Und außerdem angeblich ein Nachbar von George Washington gewesen sein soll. Er war offenbar bekannt genug, um es sich leisten zu können, seinen Namen gleich zweimal auf seinen Münzen zu verewigen. Auf der Vorderseite liest man Brasher, auf der Rückseite sind seine Initialen EB zu sehen. Die Münze gilt auch als die erste Goldmünze, die in Dollar denominiert war und wurde im Jahr 2011 von einer Wall Street Investmentfirma ersteigert. Der Preis 7,4 Millionen Dollar und damit Platz 3. Platz 2 geht an eine Silbermünze, an den Liberty Dollar aus dem Jahr 1794. Sie wurde 2022 um sage und schreibe 12 Millionen Dollar verkauft. Der Liberty Dollar ist damit nicht nur auf Platz 2 der teuersten Münzen aller Zeiten, sondern auch ganz alleine an der Spitze der teuersten Silbermünzen. Der Silberdollar war die erste Dollarmünze überhaupt, die von der US-Regierung herausgegeben wurde. Er ist damit der Urahn des heutigen Dollars, wenn Sie so wollen. Die Münze trägt den Beinamen Flowing Hair. Warum, wird sofort klar, wenn man sie sich anschaut. Man sieht eine Frau, die die Freiheit symbolisiert, mit fliegenden Haaren. Nur ganz wenige Exemplare haben die Jahre überdauert. Man schätzt, dass es heute noch weltweit 120 bis 130 Stück geben dürfte. And the winner is der Double Eagle aus dem Jahr 1933. Interessanterweise nicht die älteste, sondern mit einigem Abstand die jüngste Münze in dieser Liste, dafür aber mit einer sehr spannenden Geschichte. Im Jahr 1933 trat in den USA ein Goldverbot in Kraft. Privatpersonen durften kein Gold mehr besitzen, auch Goldmünzen durften natürlich nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Weil aber standardmäßig immer neue Münzen geprägt wurden, geschah das auch 1933. Und das hatte zur Folge, dass alle neuen Goldmünzen, kaum geprägt, auch schon wieder eingeschmolzen wurden. Aber eben nicht alle. Von den 445.000 Stück des Double Eagle wurden 2 an die nationale Münzsammlung übergeben und 20 weitere gestohlen, vermutlich von Mitarbeitern der US Mint.
Die Münzen wurden sogar von Geheimdiensten gesucht. 19 konnten wieder gefunden werden. Ein Exemplar war aber offenbar ins Ausland verkauft worden und tauchte in einer privaten Sammlung des ägyptischen Königs Farouk wieder auf, bevor sie dann wieder verschwand. Erst 1996 tauchte wieder ein Double Eagle auf. Ob es die Münze des Königs war, konnte aber nie eindeutig geklärt werden. 2002 wurde diese Münze dann um 6,6 Millionen Dollar versteigert. Schönes Detail, zu diesem Preis wurden noch 20 Dollar draufgelegt, und zwar für den Nennwert. 2004 wurden dann noch weitere Double Eagles entdeckt. Das hat den Wert der Münzen aber nicht gedrückt, ganz im Gegenteil. 2021 wurde wieder eine Ausgabe des Double Eagle versteigert, und zwar um unfassbare 18,9 Millionen Dollar. Und das macht den Double Eagle von 1933 zur teuersten Münze aller Zeiten. Das war's für heute. Klicken Sie auf Abonnieren, wenn Sie keines unserer Videos versäumen wollen. Und wenn Sie uns ein Like schenken, freuen wir uns auch. Genauso wie über Kommentare unter dem Video oder Fragen an tvstudio@philoro.com. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.